Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück in Antichamber. Ich bin voller Tatendrang, weil ich traurigerweise ein Wallstuhl angucken musste. Ja, ich bin wirklich einfach nicht mehr weitergekommen und dabei ist es mal wieder so simpel und ich hab's wieder nicht verstanden. Und zwar geht's nämlich hier bei der Nummer 7 weiter, bei Breaking the Ark. Wobei ich natürlich jetzt so schlau bin, weil ich Steinchen brauche. Also nochmal zurück. Bei der Nummer 7 und dann gab es doch hier irgendwo einen Vorrat. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier gewahr. Dass man sich erstmal ein bisschen was mitnimmt. Und heilige Scheiße, ist das Spiel laut. Muss mal kurz leiser machen. Übrigens habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe jetzt meinen Logitech G35 endgültig aufgegeben, weil das wirklich immer wieder am Plastik kaputt gegangen ist. Obwohl ein paar Freunde von mir dasselbe haben und die haben nicht dieselben Probleme. Ich habe es aber wirklich mit Samthandschuhen angefasst. Keine Ahnung, jetzt habe ich ein Logitech G430, wer das wissen möchte. Und das ist auf jeden Fall cool drauf. Das war's hier, ne? Genau. Weil das Kabel kann sich nicht mehr kräuseln. Hat einen super Sound trotz alledem. Oh, okay. Und, ja, kann man echt nicht meckern. So. Dann musste nämlich hier wieder rein. Ich baue mir mal kurz meine Brücke. Das geht, obwohl ich kann ja auch... Ey, das geht so viel einfacher und ich habe da letztens so viel Zeit für verschwendet. Einfach nur hier ein Türmchen bauen. Hoch, hoch. Oh. So, und dann einfach hopp. So, dann springst du hier runter. So, und was steht da? Ich dumpf backe. Ja, halt mal, Moment. Wieso? Ohne Momentchen. Ich habe in dem Walkthrough gesehen, dass man da unten durch muss. Achso, wahrscheinlich muss das Auge dafür aktivieren. Dann geht's wahrscheinlich. Was macht die? Kommt denn zu? Hopp, hopp. Ich komme da gar nicht lang. Sag mal. Ihr wollt mich vielleicht ein bisschen verarschen, habe ich das Gefühl. Oder wir machen es einfach so. Ich nehme hier ein Steinchen. Und nehme hier noch ein Steinchen. Dann gehen wir nämlich wieder nach oben, indem ich einfach... Sollte eigentlich ja nicht ganz, aber ich versuch's mal. Indem ich einfach hier in die Mitte eins setze. Und dann komplett oben in die Mitte. Vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Hey! Genau, dann kommst du nämlich hier hin und da ist die rote Gun. Ich hätte nur mal nach oben gehen müssen. Steht doch da hoch. Mensch. Und dann hast du hier, egal wie hoch du kletterst, es gibt immer noch mehr zu erreichen. Und dieses Rätsel, bis dahin habe ich geschaut, weil ich mich ja nicht spoilern lassen wollte. Und ich denke mal, das dauert ein bisschen, ehe ich das raus habe. Von daher wird jetzt vorgespult. Viel Spaß bei meiner Piepstimme. Okay. Ja. So,
Da sind wir wieder mit endlich der roten Kanone. Es wurde sowas von Zeit nach so vielen Folgen. Es kommt eine Zeit, wenn du dir deinen Weg durch alles durcharbeiten kannst. Yes, okay, was können wir jetzt mit der roten anstellen? Mittlere Maustaste und die rechte gedrückt halten, okay. Cool. Je weiter du kommst, desto weniger Hilfe brauchst du. Stimmt auch wieder. Und jetzt das alles einsetzen. Ist ja geil gemacht. Ah, jetzt kommen wir. Ich glaube, jedes Mal, wenn man eine neue Kanone bekommen hat, kommt man hier wieder zu dem Ende, ne? Ich glaube ja. Um zum Ende zu kommen. Achso, setzt voraus, dass man alle offenen Enden schließt. Und hier kommt man irgendwie auch nicht wirklich rein. Egal wie sehr man sich auch bewegt, oder? Kann man wirklich? Ne. Hier habe ich es aufgegeben reinzukommen, aber hier, was ich immer noch nicht so ganz verstehe. Ich glaube, hier durchkommst du immer noch nicht, wa? Ne, du verlierst immer noch alle Steine. Von daher. LOL. Du hast natürlich auch einen riesen Vorrat. Cool, weil dann lasse ich den erstmal hier und probiere erstmal kurz hier rein. War ich hier nicht sogar schon mal? Erstmal alles hier zusammenfitzen. Und dann, wenn du nämlich die ganzen Steine hier rausnimmst. Dann hast du nämlich viel mehr. Okay, das ist aufgefüllt. Und jetzt hat man nämlich ein Steinchen hierfür, um das aufzumachen. Okay, es geht weiter. Yeah. Wo sind wir jetzt hier? Du kannst einen Garten überall großziehen. Habe ich das Rätsel nicht schon mal letztes Mal gelöst, oder? Nee, weil hier war ich noch nicht. Genau, das gab es auch noch zu lösen. Huch, nee, nicht da rein. Hier, da und so und hopp. Ich liebe die rote Kanone. Jetzt schon. Ah, genau, und weil die hier runterfällt, dann kannst du hier ein. Eigentlich den Boden auf die Fläche machen und nicht nach oben. Aber man kann sich ja natürlich auch einen Weg machen, ne? Warte mal, zieh mal dich mal alles nochmal ein hier. So hast du selber einen ewigen Vorrat, weil du einfach so viel aus einem Steinchen machst. Ah, okay, du musst an die Decke schauen. Beziehungsweise da. Okay, verstehe. Bevor ich jetzt aber hier was Falsches mache, nur zur Sicherheit, kleiner Vorrat. So, und dann, du. Ich bräuchte quasi. Oder wir machen es einfach. Nee, das wollte ich gar nicht. Dass man da rauf eine Fläche macht. Weil hier geht es doch auch, wenn ich auf dem Boden. Machen wir es doch einfach so. Vom Boden aus angefangen, eine Fläche. Aha. Kommt das drauf an, aus welchem Winkel ich drauf schaue oder wie? Ja, es kommt auf welchem Winkel. Wachst alle, Mann! Geil, jetzt geht das bis dahinter! Ich liebe dieses Spiel, jetzt wo ich endlich mal genug. Wow! Jetzt wo ich endlich mal genug habe, um weiterzukommen. Die Welt ist. Besteht immer daraus, etwas Neues zu finden, was uns überrascht. Oh yeah! Heiliger Hering, was ist das denn? Vermute mal so meine Sachen. Und jetzt nehmen wir erstmal die ganze Reihe von hinten wieder mit. Dauert ein bisschen.
Okay. So, dann wie immer einmal auffüllen das Ganze. Und einmal hier das auffüllen das Ganze. Huch. Nur das Problemchen ist jetzt, wie genau kommst du da rein? Eben, du hast doch da jetzt eine Fläche, warte mal. Was genau bringt dir das jetzt? Dann müsstest du so gehen mal darüber. Dann ich versuche das jetzt hier irgendwie zu lösen. Ach so, du musst die versuchen zu schließen. Alles klar. Okay, so jetzt brauchen wir noch mehr Steine da drin. Wieder komplett auffüllen das Ganze. So, hier wieder komplett auffüllen. Dann du schließt dich und du an den daran. Na, du an den daran. Sollte doch eigentlich. Ah, hat noch nicht ganz geklappt. Hat noch nicht ganz geklappt, weil hier oben muss noch. Kommst du? So. So geht das. Du musst das Würfelkonzept anwenden, dass sich das gegenseitig ausfüllt. Na, ich traue dem Braten nicht. Hier ist irgendwas faul, hier ist irgendwas faul, hier ist irgendwas faul. Langer Gang, oder? Doch nicht. Okay. Hinter die Vorhänge zu sehen, lässt uns erkennen, wie alles funktioniert. Ah, Raum Nummer 8. Was ist denn jetzt hier eigentlich Phase? Ne, das ist nicht Raumnummer. Was ist denn hier los? Warte mal, die Roten haben einen Streifen. Ist einfach mal nix. Die Roten haben ein totales Wirrwarr. Wie alles funktioniert, was soll mir das jetzt sagen? Strich, Strich, nix. Wirrwarr, Wirrwarr. Muss ich das jetzt verstehen? Soll ich hier quasi. Oder das ist so ein Geheimraum. Könnte auch sein, weil ich war ja schon mal bei dem Dings, bei dem Snake Game, wo du dann nichts erreichen kannst. Das ist einfach wie so ein. Das kommt mir vor, wie so ein Museumsraum, okay. Nun gut, gehen wir erstmal den anderen Weg. Okay, dann nochmal. Genau, wer von euch One Piece Fan ist, ich bin begnadeter One Piece Fan, der kennt doch Sir Crocodile. Stau zu Stau. Wurde einfach den ganzen Boden in Wüste verwandelt. Und so ist das mit den roten Steinen. I love it. Dankeschön. So, alle wieder mitkommen. Ich habe einfach gerade Spaß. So. Da hinten waren wir schon. Deswegen gehen wir jetzt hier erstmal wieder zurück. Achso, verdammt, ich bin mal. Ja, toll. Für dich habe ich noch ein ganzes Ständchen. Aber deswegen habe ich meinen Vorrat hier gelassen. Einsammeln. So. Okay. Dann ging es. Was hat man hier? Wenn du genug hast, dann kannst du. Wenn du genug Ressourcen hast, kannst du damit beginnen, mehr anzupflanzen. Ja, das kennen wir schon. Denn hier beim Roten war ich noch nicht genau. G-
Genau, wie geht's weiter? Beim Grünen war ich jetzt und beim Roten geht's weiter. Gut, erstmal hier kein Vorrat. So kriegst du dich immer mehr. Ein reduplizierender Stein, das war das Wort, was ich gesucht habe. So, dann hast du hier das ganze Feld. Läuft einmal, das ist dasselbe Prinzip eigentlich. Und. Yeah! Was haben wir hier? Die besten Lösungen sind selbst, können manchmal die einfachsten sein. Ja, witzig. Ach du Heiliges. Was haben wir? Huch! Okay. Herunterzufallen lehrt uns, wie wir wieder nach oben kommen. Oh, ernsthaft, ich liebe diese Weisheiten. Weil die einfach so wahr sind. Oh. Nur Momentchen, das wird jetzt knifflig. Die voneinander trennen. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie ich das angestellt habe, aber ich nehme es einfach mal so hin. Manche Dinge don't have a deeper. Ja, manche Sachen haben einfach keine tieferen Bedeutungen. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Goldene Treppe. Ach, sag bloß, jetzt sind wir ja hier schon wieder. Okay. Ach so, ja, weil das so eine Wege sind, die sich gegenseitig vervollständigen, jetzt verstehe ich das auch. Okay. Das heißt, wo haben wir denn jetzt? So viel ist ja gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 offene Enden haben wir noch. Also 14 Bilder noch zu finden. Das heißt, hier haben wir noch a loop that won't close. Aber hier bin ich da durchgegangen. Das habe ich doch gemacht. Oder bin ich hier? Natürlich, ich bin doch hier durchgegangen. Und von mir aus machen wir es halt nochmal. Ich will mir nur versichern, dass ich auch überall lang gehe. Ja, da hinten war doch dieses Ding. Ja, dann sind wir doch wieder hier, das kennen wir doch schon. Nein, ich wurde. Okay, sind wir wieder hier. Ja, jetzt haben wir da eine Verbindung gefunden, alles klar. Bei Connecting the Pieces ist auch noch ein offener Gang, okay. Aber hier geht's dann für euch nächste Folge weiter, weil wir sind mal wieder über der Sendezeit drüber. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wollte zusehen und zuschauen verknüpfen, ist egal. Wir sehen uns im nächsten Video, eure UKK. Ciao, ciao!